Okay, dann gucken wir uns jetzt mal hier oben ein bisschen um. Da war Chloes Zimmer, aber da gehen wir jetzt mal noch nicht rein. Es hängt gerade ein bisschen. Warum auch immer. Aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Ja. Ja, mal das Schlafzimmer von den beiden. Ich will gerade sagen, wo ist eigentlich die Mutter? Oh, Max, it is so nice to have you around. Das ist gar nicht stört, dass wir einfach in der Zimmer reinplatzen, ist lustig. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Spinalzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloe respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass Sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen im Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustandes informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Phipps oder Phipps oder was auch immer. Ach Gott. Das heißt, dass Chloe wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird. Ach, was haben wir bloß gemacht, ey? Look at them. They have no idea what's in their future. Irgendwie sehen die aus, der linke wie Warren und rechts wie, keine Ahnung, Rachel Amber oder so. Ganz komisch aus irgendwie. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Bestimmt einer von den beiden. Also von den Eltern. William is trying so hard. He's still awesome. Super Dad, Sie sind der Held der Familie. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Wir reden gleich mit ihr. Joyce used to hate smokers in the diner. Und jetzt raucht sie selber. Joyce is already a supermom. Sie führt die Familie an. Ist eigentlich cool, wie die, sag ich mal, die, naja, versuchen, die Familie noch zu unterstützen, weil es ja auch für die Eltern nicht leicht, ne? Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. That sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He
might hang out at the Two Wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Und selbst in dieser Realität müssen wir uns von Nathan in Acht nehmen, obwohl wir jetzt eigentlich mit ihm befreundet sind, ne? Wir sind ja mit ihm befreundet. Komisch eigentlich. Nothing here. Wir sollten ja was für Chloe holen, für ihre Kopfschmerzen. It's cool that Chloe uses natural medicine too. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Ob das wirklich so cool ist? How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, die Eltern haben es bestimmt nicht einfach nur so weggetan. Na gut, ich meine, sie kämen da eh nicht ran, aber trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Das Zimmer sieht so leer aus. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Ja, aber man sich den Rücken gebrochen hat, ne? Aber man hofft dann natürlich alles, ne? I kind of want to open this and see what's in here. Dann mach's. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hi, Bill. Entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Ah, die schicken halt allen Geld, ne? Also, Familienangehörige. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Im Prinzip hat Max ja recht, es ist so gesehen unsere Schuld, dass das passiert ist, aber... I guess we stopped growing up together. Ich weiß nicht, sie wollte ja auch irgendwie nur das
Beste tun, ne? Sie wollte nur Gutes tun und... A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ich weiß nicht, man versucht irgendwie immer das Beste zu tun, wie jetzt auch bei Max in dem Fall, aber man macht irgendwie immer nur... Aber immer, wenn man es richtig machen will, macht man es falsch. Ich wette, das kennt ihr auch. Na gut, dann gehen wir mal wieder nach unten. Können wir da mal mit ihm reden? I definitely have to take a third job. Okay, können wir nicht. Und hier können wir auch nichts weiter machen, denn der ist echt verzweifelt. Dann gehen wir mal wieder zu ihr. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Haben wir hier eigentlich was Neues? Nein. Fotoalbum. Wir sollen bestimmt hier drüben, ne? Ja. Irgendwie macht mich das unruhig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, dass Chloe noch irgendwas passiert oder so jetzt. Also, dass sie jetzt bald stirbt, habe ich irgendwie Angst. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. No time for you. Oh, für Chloe nicht mehr wirklich, ne? Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Ich
Ich möchte sie eigentlich nicht umbringen. Aber, naja, sie hat halt solche Schmerzen und man kann sie auch irgendwie verstehen, dass sie, sage ich mal, nicht, naja, sag ich mal, ich denke mal, sie will halt auf jeden Fall selber bestimmen, wann es vorbei ist und das andere wäre halt bestimmt ziemlich, naja, entwürdigend für sie, findet sie bestimmt und das kann ich auch irgendwie verstehen. Ich weiß aber wirklich nicht, wie ich es machen soll. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max. Das ist ja im Prinzip eigentlich auch das, was ich gerade gesagt habe und ich würde sagen, wir werden ihre Entscheidung akzeptieren. Chloe, I'll just drift to sleep, dreaming of us here together, forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Sorry, William. Also wir machen es jetzt rückgängig, die Entscheidung, dass wir Chloe auch noch umgebracht haben. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Shit on my keys. That's it for the swear jar. You mean your college fund. Keys. Aha! You can't hide from me forever! And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't miss, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us.
Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Das war gerade wirklich traurig. Oh yeah, you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Mann, bin ich froh, dass sie lebt. Und dass es anscheinend wieder ganz normal ist. This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. Der Name Prescott mag nicht viel für sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay, eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell Academy und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Pan Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Academy angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Was ich am Überlegen bin, ob wir Chloe sagen sollten, was passiert ist. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Also ich bin der Meinung, wir sollten es ihr sagen. Ich glaube zwar nicht, dass sie dann damit besser abschließen kann, aber Chloe. Vielleicht. Naja.
Vielleicht kann sie ja dann trotzdem ein bisschen besser mit dem Tod von ihrem Vater klarkommen. So far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdushdan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Okay. Ja, das wäre dann also jetzt nächstes Mal. I can't abuse this level of my rewind power. That Snodo always makes me think of William and Chloe. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Ich glaube, das spielt doch jetzt alles in einer Woche, oder? Oh, great. Chloe's busted again. I was her partner in crime, but not this time. Miss Price, hier Wachtmeister Anderson Barry. Wir haben Ihre Kontaktdaten in unseren Akten und bitten Sie, zur Beantwortung einiger Fragen am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen. Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch an die Blackwell Academy, der vor kurzem stattfand, und der Tatsache, dass Ihr Wagen zur ungefähr gleichen Zeit auf dem Parkplatz identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit aufzuklären. Ja, freuen. Ich weiß ja nicht. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Das stimmt. Na, Chloe wäre aber in dem Spiel auch schon mindestens 3 oder 4 Mal gestorben. Oh, und guck mal, wir können hier ein Foto machen. Yes, Chloe Price was here. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Genau, wir können ja mal weiterlesen, weil wir hatten ja nicht mehr weitergelesen. Was geht denn hier ab? Hey Mann, ich bin mal wieder kacke. Tut mir leid, dass ich meine Wut an meiner besten Freundin ausgelassen habe. Chloe, ich verstehe es. Du machst eine Menge durch, wie wir alle. Außerdem habe ich deine Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Okay, das ist deine eine Emoji-Gefängnis-Freikarte. Aber wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen den Detektivmodus für Rachel und Kate anschmeißen. Exzellent, mein lieber Watson. Ich werde scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze. Ich komme vorbei und hole dich ab. Super, ich werde bereit sein. XOXO. Das war kein Emoji. Papa. Hey Liebling, ich habe gerade eine komische Nachricht bekommen, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Ist das Streich von Schülern? Das kam von einer blockierten Nummer. Oh, das tut mir leid. So ein Idiot aus meiner Klasse fand das lustig. Ist es nicht. Ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht. Entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe euch später an. Liebe dich. Juliet. Ach, Courtney uns auch noch schon. Alter, was haben die uns denn alle geschrieben? Courtney, hey Süße, sag mir, wenn du bei mir vorbeikommst, dann gebe ich dir Modetipps. Oh, danke, Courtney. Ich ertrinke in Hausaufgaben, aber ich komme später vorbei. Danke nochmal fürs Angebot. Juliet. Hey Max, ich hoffe, dir geht's nach all dem gut. Du hast vielleicht viel zu tun, aber du kannst mich jederzeit anrufen. Hey Juliet, hast du viel zu tun? Keine Zeit, viel zu tun. Du schreibst mir nie. Was ist los?
Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst den am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie, mehr nicht. Warum? Ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald, danke. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor der Star-Reporterin Juliette Watson verheimlichen. Hallo? Straight ignoriert. Justin. Keine Ahnung, sorry, mein Handy war in meiner Tasche. Hey Justin, bist du beschäftigt? Maxi, ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was ist los? Kennst du Frank Bowers? Drogen. Das ist alles? Frag Nathan, er kennt ihn, glaube ich. Okay, mache ich. Danke, Justin. Wofür? Kate. Ich glaube, das hatten wir gelesen und dann hier. Max, wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst mich diese Woche noch besuchen. Ich möchte über etwas Wichtiges reden. Natürlich besuche ich dich. Nichts wird mich aufhalten. Ich vermisse dich und mein Kaninchen. Wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch. Yay, du bist so eine tolle Freundin. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Mama. Maxine, was geht bei euch mit dem Wetter vor sich? Finden dort militärische Tests statt oder so? Du sitzt im Auge des Sturms. Kein Kommentar. Ich habe Lisa am Leben gehalten, also sind wir noch sicher. Solange du da bist, wird rot. Zurück an die Bücher. Bis bald. Und Warren. Danke für deine Hilfe mit meinem Experiment, Dr. Max Stein. Ich verdanke dir mein A+ im Test. Ja, ich sagte A+. Warte, hier oben stand auch gerade noch was. Achso, nee, doch nicht. Das hat man gelesen. Das ist toll, aber das hast du nicht mir zu verdanken. Ich bin sowas wie ein Genie, also okay. Fuß, mein Check. Gute Frage, Maxi. Gute Frage. Okay. Wir haben auf Seite 50 aufgehört zu lesen. Ja. Trotz Davids Beweisen und dem Armband weigerte Chloe sich zu glauben, dass zwischen Rachel und Frank was lief. Das mag ich an Chloe nicht. Sie wird verflucht störrig, wenn sie ihren Willen nicht bekommt. Oder wenn sie etwas hört, das ihr nicht gefällt. Übelstes Leugnen. Ich verstehe warum, aber das macht es nicht einfacher. Also schlug ich vor, uns Franks Wohnmobil anzusehen. Ich wusste, das würde Chloe sauer machen und sie würde alles tun, um seine Beziehung zu Rachel zu ergründen. Aber erst brauchten wir die verdammten Schlüssel. Also mussten wir ins Two-Aids-Diner und zwischen Frank, Nathan und Wachtmeister Barry hin und her zockeln und sie alle verschaukeln. Mir wird jetzt noch schwindelig, wenn ich daran denke, wie ich das durchgezogen habe. Hurra für Max. Manchmal glaube ich, ich schummle mich durchs Leben. Als erstes mussten wir Franks Hund aus dem Wohnmobil schaffen. Also zogen wir die klassische Cartoon-Nummer mit dem Hundeknochen ab und Kuyo wurde zu Scooby-Doo. Franks Wohnmobil enttäuschte nicht. Moderner Müll eines Dealers. Aber nicht so sehr Serienmörder wie befürchtet. Wir durchwühlten ihn und fanden, was Chloe nicht finden wollte. Es tut mir leid, dass Chloe die Bilder mit Rachels Posen für Frank sehen musste, auch wenn hier wirklich etwas an ihm lag. Für sie ist es ein weiterer Betrug, noch ein geliebter Mensch, der sie im Stich lässt. Sie hat auf die eine oder andere Art alle verloren, die sie je liebte. Nur ich kam zurück. Wofür? Um ihr Leben noch schmerzhafter zu machen? Könnte ich doch bloß bis zu dem Tag zurück, an dem wir voller Mehl waren. Das Leben war einfach. 10. Oktober. Liebes Tagebuch. Nie wieder eine Zeitschleife. Ich weiß gar nicht, wo ich mit Erklärung anfangen soll. Wenn ich zu sehr über die Auswirkungen nachdenke, schmilzt mein Hirn. Wenn ich es beschreibe, klingt es, als sei es jemand anderem passiert. Chloe war so wütend, als wir entdeckten, dass zwischen Rachel und Frank Bowers wirklich was lief, und sie explodierte einfach. Ich kann nicht mehr mit ihr reden, wenn sie so ist und ich um ihre Emotionen einen Eiertanz aufhören muss. Sie gibt William die Schuld in ihrem verhunzten Leben, aber auch wenn sie weiß, wie unfair das ist. Ich wäre vermutlich genauso verhunzt, nicht, dass ich das auf meine eigene Art nicht eh bin. In meinem Zimmer konnte ich nur daran denken, wie sehr ich zurückreisen und Chloe helfen wollte. Ich schaute mir das Foto an, das William an seinem Todestag von uns gemacht hatte, und plötzlich begann es zu pulsieren, als sei es 3D, und ich könnte hineinsehen. Dann war ich wirklich zurück im Foto. Ich war 13 Jahre alt und in Chloes Küche im Jahr 2008.
mit Chloe und William, kurz bevor er das letzte Mal Joyce abholen wollte. Da meine Kräfte nun einmal diese neue Art der Zeitreise ermöglichten, beschloss ich, William auf keinen Fall nochmal sterben zu lassen. Also spielte ich Schlüssel verstecken, bis er den Bus nehmen musste. Ich war so glücklich, William gerettet zu haben, dass ich nie daran dachte, was schiefgehen könnte. Ich wusste, etwas ist faul, als ich von der Zeitreise zurück war und Victoria Chase sah. Sie war jetzt meine Freundin und ich Mitglied des Vortex Clubs. Oh, Kraus. Ich hatte es versaut. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken, was sich bei Chloe verändert haben könnte. Dann sah ich David Metzen den Schulbus fahren. Er sah kein bisschen bedrohlich mehr aus. Ich wollte nicht wissen, wie er Busfahrer geworden war, statt Joyce zu heiraten. Mein Herz sank, als ich zu Chloes Haus eilte. Als William die Tür öffnete, machte ich mich aufs Schlimmste gefasst. Dann kam Chloe in ihrem Rollstuhl zur Tür, gelähmt vom Nacken abwärts. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also hielt ich nur die Hand vor dem Mund, in meiner typischen Geste von Schock und Dummheit. Aber Chloes Lächeln war so aufrichtig und schön, dass ich fast weinte. Ich musste mich daran gewöhnen, ohne auszuflippen oder Chloe zu sagen, dass ich Zeit und Raum verändert hatte, um ihren Vater zu retten, nur damit sie in einem Autounfall gerät oder der sie lähmt. Aber es war immer noch Chloe, nur ohne die ganze Wut. Diese Chloe war dankbar, am Leben und bei ihrer Familie zu sein. Chloe bat mich, die Nacht über zu bleiben, also tat ich es. Mir fiel auf, wie kaputt Teile des Hauses im Vergleich zu vorher waren. Ich sah die unglaublich teure Ausstattung, die Chloe benötigt, und ihr neues Zimmer in der Garage. Sorry, David. Obwohl ich mich furchtbar und isoliert fühlte, war Chloe so quirlig und aufgeregt, wieder mit mir rumzuhängen, auch nachdem ich sie nach dem Unfall so hängen gelassen hatte. Selbst in einer alternativen Realität bin ich eine miese Freundin. Chloes Welt war so neu und einzigartig für mich, besonders ihre Stärke und Sanftheit und ihr Schmerz. Sie brauchte eine ganze Apotheke, um durch den Tag zu kommen. Sie tat mir nicht leid, ihre Einstellung beeindruckte mich. Diese Chloe gab niemandem die Schuld, obwohl sie es könnte. Wir gingen am Strand spazieren und sahen sie die gestrandeten Wale, der Beweis, dass in beiden Realitäten etwas Schlimmes geschah. Dann bat Chloe, mich ihr beim Sterben zu helfen. Der Unfall hat ihren Körper quasi zerbrochen. Ihre Lungen versagten und sie starb einen langsamen, qualvollen Tod. Sie fühlte sich schuldig wegen all der Opfer ihrer Eltern und den Kosten. Sie waren ihrer Bitte nicht irrational oder gequält, nur pragmatisch. Deswegen fühlte ich mich noch schlechter, sie in diese Situation gebracht zu haben. Ich akzeptierte. Chloe erklärte, sie wolle ein letztes Mal im Leben die Wahl haben. Wie könnte ich das ablehnen? Besonders da ich wusste, dass ich alles mit einer einfachen Entscheidung ruiniert hatte. Ich wusste, ich musste zurück zur eigentlichen Zeitlinie. Also schauten Chloe und ich in einer letzten Filmnacht Blade Runner und schliefen zur Musik von Vangelis ein. Und als ich aufwachte, half ich meiner besten Freundin beim Einschlafen. Für immer. Nach meinem Besuch in Chloes neuer Welt wusste ich, es ist Zeit, zurück in die Zukunft zu reisen. Ich hatte das Ergebnis meiner Taten gesehen und hatte Angst, dass meine Kraft nicht mehr funktionieren würde. Das wäre grausames Karma gewesen. Zum Glück konnte ich mich wieder ins Foto begeben und alles rückgängig machen. Lebe wohl, William, zum zweiten Mal. Und hallo erneut, David. Oh ja, oh ja.